Hallo lieber Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Ich bin Dietmar Möw in Berlin. Mobil wie eh und je. Und die Frische knallt mir so aus den Augen in dieses Objektiv hinein. Und hier ist in der Echtzeit jetzt die Lage. Heute Nachmittag konnte man schon von frühmorgens an ein Flugzeug nach dem anderen einfliegen sehen nach Petersburg. Die Gipfel 20 Treffer. Wirtschaftsmächte der Welt, von Kanada bis Italien, nein, von China bis Russland, auch nicht, USA, naja, also so, Herrn Hollande habe ich auch gesehen, und gleichzeitig brachten die Nachrichten, wie Herr Präsident Obama noch in Stockholm Werbung machte für seine Kriegsideen, und er hat wunderbar eine zugespitzte Formulierung benutzt. Nämlich, es geht auch um die Verpflichtung der USA darum, Despoten und autoritäre Herrscher zu zügeln, zur Raison zu bringen, zu kontrollieren. Das schien mir ja fast wie ein Selbstgespräch, dann soll er mal gleich in Amerika bleiben und sich selbst zügeln. So war das natürlich nicht gemeint, aber hier mit der Geschwindigkeit des Lichtes denken wir ja und bringen das sofort ins Internet. Also dazu habe ich dann die Tageszeitung gesucht, die auch natürlich G20 bringen. Also G20 sind G8, das sind die großen Wirtschaftsmächte der Welt, ihre Vertreter, und die sind dann aufgestockt auf 20 um die sogenannten Schwellenländer. Und Schwellenländer sind jetzt eigentlich die großen Wirtschaftsboomer, Brasilien, BRICS genannt, Brasilien, Russland, Indien, China und was ist das? BRICS-S? Wahrscheinlich Süditalien. Naja, also die treffen sich jetzt alle, und man hat gesagt, man soll aber auch genügend Zeit verbringen, damit zu diskutieren über eine mehrheitliche Entscheidung bei der UNO. Natürlich sind diese BRICS jetzt die BRICS und die G20 sind die G20, aber sind natürlich alle zusammen mehr oder weniger im Völkerbund und sollen also abstimmen darüber, ob Herr Obama einen Krieg in Syrien macht, offen oder weiterhin verdeckt. Oder ob er den Krieg machen soll ohne UNO-Mandat. Dem Obama ist das im Grunde genommen ganz egal. Denn er hat ja jetzt gesagt, er ist ja nicht wie sein Vorgänger Bush. Er ist ja nicht kriegslüstern, sondern eigentlich ist er ja kriegsmüde. Ja, ist das nicht schön? Den Hund zum Jagen tragen. Das ist die Devise. Ich habe hier heute mein Thema, das auf allen Zeitungen mehr oder weniger groß ist. Und das möchte ich jetzt hier auch rausbringen. In der Berliner Zeitung ganz groß. Tricks bei jeder vierten Leberspende. Tricks bei jeder vierten Leberspende. Also ich habe heute Mittag zum Beispiel hier auf der Warschauer Straße Schweineleber mit Kartoffelbrei und Zwiebeln gegessen, und das ist ein sehr, sehr gut besuchter Laden. Der ist preisgünstig und das ist sozusagen deutsche Küche, und die machen wirklich unglaubliche Berge. Also das war mindestens eine dreifache Portion Kartoffelbrei, es war mindestens eine zweifache Portion Leber, und es war sozusagen so zwei Hände voll angedünstete Zwiebeln obendrauf. Und ich hörte dann im Hintergrund jemanden, der sagt, ah ja, ich möchte heute Leber mit Kartoffelbrei und Zwiebeln, aber mit viel Zwiebeln. Ja, also ich hatte schon so viel bekommen, das ist wirklich über den Teller hinaus, also eine unglaubliche Portion für 5 Euro. Da habe ich mich hinterher erkundigt, wie man Schweineleber brät. Sehr gut, ja, das wird paniert, nur mit Mehl. Und dann wird es im Grunde genommen in der heißen Pfanne angebraten und so an die 5 Minuten, je nachdem wie dick die Leber ist, braten, sodass sie nicht zu hart wird, aber dass sie nicht mehr blutig ist. Und das ist natürlich gesalzen, das Ganze, und wie man es noch abschmeckt. Naja, jedenfalls, meine Schweineleber, die ich mir selber nie mache, hat mir sehr gut geschmeckt. Und jetzt komme ich also hier zur Lebensspende. Tricks bei jeder vierten Lebensspende habe ich nämlich gelesen. Aber Leberspende ist ja was anderes. Eine Lebensspende ist, wenn man ein Organ aus einem Lebendigen rausnimmt. Eine Leberspende ist, wenn man aus einem Toten eine lebendige Leber rausnimmt. Das ist leicht zu verwechseln. Und wenn man das jetzt hier studiert, dann stellt man fest, die anderen Zeitungen haben das auch. Frankfurter Allgemeine Zeitung hat hier Bar, ich sag's nur mal, das ist jetzt noch 2 Wochen der deutsche Gesundheitsminister, Bar, das ist kein Organspendeskandal, sagt er, und er wirbt nach wie vor wirklich wie ein total Blinder für dieses von der Gesundheitspolitik nach vorne gebrachte
Organspendepolitikkonzept. Und ich komme gleich dazu, ich werde das jetzt mal gleich einordnen, sozusagen politisch und moralisch. Also hier auf Seite 2 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schwere Verstöße in 4 Transplantationszentren, Bericht zum Transplantationsskandal, systematische Falschangaben, Bahr, ist der Gesundheitsminister, das ist kein Organspendenskandal. Ja, wie man das nennt, ist doch wirklich völlig egal. Man kann das ja auch Kriegsverbrechen nennen oder so, also je nachdem, wie man lustig ist. Dann habe ich hier Süddeutsche Zeitung und erste Seite. Schwerer, oh, das muss man 11 Sekunden stillhalten, sonst kann das keiner lesen. Schwerer Verdacht gegen Uniklinik Münster. Ärzte sollen bei Lebertransplantationen systematisch die Richtlinie verletzt haben. So. Und jetzt kommt mein kurzer stechender Kommentar dazu. Ich argumentiere weder biblisch noch christlich noch irgendwie, sondern ganz praktisch. Also der Mensch ist abgegrenzt an seinen Händen, da hört das Individuum auf. Ja, außerhalb meiner Hände und meiner Taten hört meine Verantwortung auf, aber innerhalb meiner Fingernägel ist meine Zurechnungsfähigkeit. Solange ich bei Bewusstsein bin, solange ich als Person sistierfähig bin, ja, solange ich also rechtlich von unserem Staatssystem als vollwertiger, vollverantwortlicher, mündiger, gesunder, verantwortlicher, mündiger, gesunder Bürger beurteilt werde, solange muss ich mich als solches abgegrenzt verstehen. Auch wenn ich mich nicht so verstehe, muss ich mich so benehmen. Wenn ich mich nicht so benehme, kriege ich trotzdem innerhalb dieser Zurechnung meine staatliche Zertifizierung, also unter anderem Bestrafung, Verurteilung, Berechtigung, Verpflichtung, Entrechtung und so weiter. Also immer habeas corpus, ich habe ein Recht an meinem Körper, ich habe auch die Pflicht und das wird abgegrenzt. In Wirklichkeit wissen wir aber, der Mensch ist natürlich, wie Hieltje Knef gesagt hat, der Mensch an sich ist einsam. Ja, Pater Schuh, ohne Hemd und ohne Schuh. Der Mensch ist zwar einsam, möglicherweise, aber er ist ein soziales Zusammenhangswesen und der Mensch ist, auch wenn er alleine ist, in allem, was er alleine tut, doch immer sowohl bewusst wie unbewusst beschäftigt mit dem, was wohl die anderen, die er kennt, die ihn kennen oder die Fremden, wohl denken könnten, wenn sie wüssten, was er tut. Das heißt, auch die individuelle einsame Handlung hat einen sozialen Hintergrund, der ist abwesend, der ist latent eventuell. Es ist eine Szenerie, die kann stimulieren, positiv, negativ, sie kann hemmen, sie spielt immer eine Rolle. Selbst im Traum, wo man wirklich alleine ist, denn der Traum ist ein hermetisches Geschehen des Inneren, sind andere Leute anwesend, die dann auch da drin sind. Ja? Die sind zwar dann nicht dabei, aber selbst da spielt die soziale Dimension immer eine Rolle. Und mit anderen Worten, jetzt komme ich zur Organspende, nämlich zur Lebensspende. Immer dann, wenn ich als ein Mensch dem anderen Menschen in Beziehung trete, kann ich an ihm sozusagen etwas verbrechen und kann an ihm etwas Gutes tun. Ich kann mich mitmenschlich verhalten, ich kann Solidarität von Mensch zu Mensch zeigen. Der Starke mit dem Schwachen, der Schwache wird vom Starken geschützt oder es wird ihm Böses angetan. Alles das, die sozialen Dimensionen, die dann auch im zwischenmenschlichen, gegeneinander, miteinander interdependierenden sich einspielt. Ja, wenn zwei Leute miteinander können, helfen sie sich vielleicht oder geben sich gute Tipps. Wenn sie sich nicht mögen, dann machen sie sich irgendwie Schande. Und so ist es auch mit Organspende. Wenn ich einem Menschen was helfen kann und die Umstände ermöglichen es, dann helfe ich ihm. Und sei es, dass ich ihm eine Niere spende oder eine Lunge oder ein Auge oder ich weiß nicht was. So, das muss ich entscheiden können. Das hat eine soziale Dimension mit dem anderen. Das ist das eine. Und in dem Zusammenhang der Selbstbestimmung und der Selbstverantwortung an den Enden meiner Fingernägel, soweit ich reichen kann, kann ich das entscheiden. Kein anderer kann das entscheiden. Und man kann mir auch die Entscheidung nicht abhandeln oder so. Das ist die moralische Dimension, nämlich der Selbstbestimmung im Rahmen der mitmenschlichen
Zuwendung, Zuneigung, Miteinander. Das Moralische besteht quasi in dem Spielraum, was möglich ist, was wünschbar ist, aber was man vielleicht nicht kann oder nicht mag oder so. Da kann man sagen, wenn du das mit dir stimmig selbst bestimmst, dann ist da deine moralische Dimension, denn zwar spielen die anderen hinein, aber die anderen müssen nicht konkret die Folgen tragen, sie müssen nicht den Schaden haben, ihnen wird keine Niere weggenommen, während dem anderen die Nierenspende dann eventuell ja noch nicht mehr hilft. So, ich habe hier überhaupt nicht gefragt nach den Empfängern, denen das Leben gerettet werden soll, wenn es irgendwie geht, denen es so schlecht geht, die das Pech hatten, ausgerechnet einen solch schweren organischen Schaden zu haben, egal wie sie dazu gekommen sind, es ist überhaupt, ob das mit Schuld oder ohne Schuld oder versoffene Leber oder geerbte Leber spielt gar keine Rolle. Wer diese Schwierigkeiten hat, dem ist ein Jammer, dem gebührt nicht nur Mitleid, sondern Hilfe, so gut es geht. Also wenn jemand mit einer Organspende sein Leben verbessert werden kann oder seine Dauertherapien erleichtert werden können oder überhaupt sein Leben gerettet wird, dann ist das nötig, dass